Hallo, meine Lieben. Ja, als erstes kurze Anmerkung. Ich hoffe, der Ton ist jetzt besser. Ich filme jetzt von einem Tisch aus mit meinem altbewährten Stativ, also als Stativ Halterung eher gesagt. Ich hoffe, der Ton ist jetzt so besser. Und ich möchte euch ein frohes Nikolaus wünschen, einen schönen Tag. Vielleicht hattet ihr ja auch einen schönen Nikolausteller oder macht es euch einfach heute gemütlich. Oder. Auf jeden Fall möchte ich jetzt auch sofort schon zur Sache kommen und die Nummer 6 auspacken. Ich wünsche euch viel Freude dabei und ich bin auch schon ganz gespannt, was drin ist. Ach, so ein Adventskalender, egal wie alt man ist, es ist einfach der pure Hammer. Und ja, ich fange an mit der Nummer 6 von der lieben Nicole von Nicoles Bunte Welt. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, schaut unbedingt bei ihr mal vorbei. Sie macht jeden Tag eine Verlosung, wo sie selbst gebasteltes verlost. Und es lohnt sich wirklich vorbeizuschauen. Generell auch auf ihrem Kanal. Und ja, viel Freude auch dabei. Und hier haben wir drinne ein Ü-Ei. Und ach, wie cool. Ha! Ja. Da bin ich schon ganz lange hinterher und in einem Haul habe ich gesehen, dass sie die bei Doran Beats gekauft hat und ich wusste gar nicht, dass es die bei Doran Beats gibt und oh, mega cool, da freue ich mich mächtig drüber. Ich liebe die Grinsekatze über alles. Ich liebe, 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 liebe sie. Ich liebe sie. Ach, ich liebe sie. Und ich glaube, das ist sogar das Originaltütchen. Und hier habt ihr die Nummer, falls ihr die auch bestellen wollt. Ich liebe die Grinsekatze. Ach, geil, wirklich mega, mega, mega mäßig. Vielen, vielen lieben Dank. Ich liebe die Grinsekatze. Ich liebe sie so, so sehr. Ach, ich liebe sie. Ich kann meine Liebe zur Grinsekatze gar nicht in Worte fassen. Ach ja, und jetzt machen wir mit dem größten. Mit dem größten der sechs. Weiter von Schnäppchenjägerin wieder ein wunderschönes 3D-Bild, was ich mir natürlich aufbewahre, weil ja, es ist wunderschön. Es ist wunder, wunderschön. Das finde ich auch immer noch. Es ist auch ein Geschenk zusätzlich. Und wir haben hier eine große Tasche, die ist hier oben zu gemacht mit Washi. Das öffne ich mal kurz. Ach Mensch, Kalender sind das Tolle. Ich liebe Überraschungen. Ach, da geht mir das Herz auf, wirklich. Ach, mega. Ich muss ein bisschen gedämpft sprechen, weil ich immer so ein Gefühl habe, dass ich eine viel zu laute Stimme habe. Hier haben wir einen ganzen Ordner drin. Das ist so eine Projekttasche. Projekthüllentasche. Und die ist gefüllt mit Papier. Und da schauen wir natürlich auch mal rein. Ich tue mal gerade die Sachen ein bisschen auf die Seite. Hier haben wir zum einen aus dem Zähmann ein 30x Bastelpapier. In der Stärke steht jetzt nicht drauf. Ist dünnes Papier. Und ich schaue mal gerade rein. Und es sind, mich interessieren die Farben. Ach, alle möglichen Farben. Wir haben ein Rot, Lila, ist halt so weiß draußen, also nicht weiß, aber so trüb draußen. Ja, sämtliche Regenbogenfarben sind da drin. Ein bisschen schwer zu zeigen, weil es so dünnes Papier ist. Supidupi. Ja, kann man ja super als Mattung benutzen. Oder um was zu falten. Also super. Vor allen Dingen, mir gefällt's. Das hat eine sehr schöne Farbauswahl. Super. Ja, dann geht es hier weiter. Hier haben wir dickeres Actionpapier. Das habe ich bereits auch. Das ist aus diesem Kilo-Paketen. Ich denke mal, ich glaube, das war 220, ich weiß es nicht. Das hier gab es mal beim Teddy
Und auch beim Kick, das habe ich auch. Das war auch so wie so ein Kilo Papier. Beim Teddy, glaube ich, waren 100 Papiere drin und beim Kick waren 90 Papiere drin. Kann man aber auch super verwenden. Hier ist ein ganz dicker Karton und ganz edel. Wow, das gefällt mir ganz, ganz gut. Hier haben wir ein lilanes, etwas dickeres. Oh, das ist interessant. Boah, von Kanban, übel. Ihr wisst, dass Kanban teuer ist. Das ist zartrosa mit silbernen Linien. Wow, Kanban ist teuer. Und hier ist auch Kanban. Oh, wie süß. Boah, was machen die schöne Sachen. Ach, das gefällt mir auch. Schön, wenn die Eulen so ein bisschen wie Serviette, also dieses Blumenmuster da, also ja, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Stil ist, aber es gefällt mir. Denim and Lace heißt das, also Jeans und Borte, finde ich ganz schön. Hier haben wir noch ein dickeres, ich denke mal, die dickeren sind dann auch von Kanban. Hier ist was, das ist auch dick und das ist voll cool, das hat hier so eine Epoxy-Schicht, das habe ich ja noch nie gesehen, so Papier. Das ist ja, Flieder und die Akzente sind in so einem Pink. Boah, das ist mega cool. Das ist mega cool. Wow, habe ich noch nie gesehen. Hier ist schon wieder Kanban. Wow. Also das ist mega. Und Kanban ist echt schweineteuer. Hier haben wir auch was ganz Cooles. Geprägt wie Schlange. Und es fühlt sich auch so leicht klebrig an. Also fühlt sich, also eine Schlange ist ganz weich, das weiß ich, aber es fühlt sich trotzdem sehr genial an. Also nicht klebrig, dass man jetzt feststecken bleibt, aber so, ja, mega cool, das gleiche nochmal in dieser Farbe und auch nicht einheitlich gefärbt, sondern das sind halt immer so Akzente drauf. Boah, cool, wirklich. Hier haben wir einen Ausschneidebogen von Don und Daisy Marianne Design. Da bin ich immer zu faul für die auszuschneiden. Aber man kann die auch einfach nur hier dieses ganze Motiv, wo das hier ist jetzt mal der Hals und hier ist der Hals nicht. Das heißt, hier das hier könnte man auch einfach so ganz grob ausschneiden und einzeln verwenden. Dann von FEMA Design, das ist von Nelly Snellen. Auch putzig. Auch zum Ausschneiden. Dann dieses hier, das ist Schäfer, kenne ich nicht. Ja, Legro, egal. Schöne Text, die kann man auch süß ausschneiden oder ausstanzen, je nachdem. Dann haben wir hier noch, das hat sogar Struktur. Christinas 3D-Wellen, schön, Christinas, super. Von Romag. Das, ihr seht ein bisschen, vielleicht, es hat so leichte Riffelstruktur, so ein bisschen wie Leinen. Auch schön. Rosen gehen ja auch immer. Dann haben wir hier noch einen von Tez, kenne ich nicht. Rotterdam TBZ. Ja, egal. Ein Ausschneidebogen mit Wintermotiven. Ich habe im Gefühl, das Video ist so besser, auch vom Fokus. Dann haben wir hier noch ein 3D-Motiv. Da haben wir eine Krippe. Ach, schön. Ganz putzig von Lesu. Süß. Dann haben wir wieder was von Marianne. Ha, das ist auch putzig. Ja, irgendwann findet alles mal seine Verwendung. Auch wenn man es jetzt aktuell nicht gebrauchen kann oder einem nicht so sehr gefällt. Es gibt ja immer mal Leute, denen es dann gefällt und dann entweder tauscht man oder man bastelt was für diese Person. Das ist was mit Hasen und Ostereiern. Und das ist auch geprägt. Erkennt man jetzt schlecht, aber das ist, so erkennt man es ein bisschen besser. Es ist schön geprägt und schön Glanz und das noch Goldakzente und alles putzig. Und da haben wir noch zwei. Nochmal ein Ostermotiv. Frühling eher. Mit süßen Mäusen. Ach, wie putzig. Oh, niedlich.
Ja, meine Rattis schlafen momentan leider. Eigentlich wollte ich ein Nikolaus-Video mit Harald machen. Harald ist meine dickste und ja, meine liebste Ratte. Ich habe 5, also nicht wundern, also nicht denken, dass ich jetzt Tierquäler bin. Ich habe 5. Und ja, der Harald wird halt ein bisschen bevorzugt. Er wird halt nur bevorzugt, weil er halt auch am kuscheligsten ist. Auf jeden Fall wollte ich mit ihm ein Video machen, aber er macht Bubu und deswegen lasse ich ihn lieber schlafen, weil sonst werden die auch krank, die Viecher, wenn man sie weckt. Supi dupi, vielen, vielen lieben Dank, Nicole. Ein Riesenbatzen Papier, wirklich ein Riesenbatzen. Und dann mache ich auch geschwind weiter mit der 6 von Very Important. Hübscher Sticker. Auch generell süß verziert. Und da ist was Schweres drin. Und könnten Alkoholmarker sein. Man fühlt hier so, dass 3 drin sind. Ja, es sind Twinmarker. Ich selbst besitze keine Twinmarker mehr, weil ich habe mir mal die anfangs Twinmarker aus dem Action gekauft, aber ich komme mit Alkoholmarkern überhaupt nicht zurecht. Aber man kann, auch wenn man nicht mit Alkoholmarkern zurechtkommt, es gibt ja auch diese Alkohol-Inks, das ist die flüssige Farbe. Und da kann man genau, mit den Stiften kann man genauso arbeiten wie mit Alkohol-Inks. Ihr könnt einfach ein Fotopapier nehmen, es muss aber so ein glänzendes Glossy-Paper sein. Also am besten halt. Und dann malt ihr da einfach hier und da mal einen Fleck und dann mit Alkohol drüber und dann verläuft das. Und dann habt ihr auch so einen Watercolor-Background. Ja, voll cool. Sind auch schöne Farben, muss man ehrlich sagen. Sind richtig schöne Farben. Dann mache ich weiter mit der 6 von meiner lieben Silke. Und es fühlt sich so an, als ob da ein Stempel drin ist. Und zwar auch ein Stempel von Viva Decor. Das weiß ich einfach. Also ich weiß das, weil ich Viva Decor Stempel und Verpackungen kenne. Und ja, da schauen wir mal rein. Oh, auch Schere, die schneidet auch, wie kaltes Wasser brennt. Also, Junge, Junge, Junge. So. Mal schnell aufrupfen. Aha, haha. Es ist kein Viva-Dekor-Stempel. Es ist eine wunderschöne Prägeschablone mit Schneeflocken. Hier auf der Rückseite könnt ihr es besser sehen. Dieses Muster ist darin. Ja, komm, Fokus, nein. Dieses Muster ist da drin. Sehr schön. Winter Wonderland von Marike. Ja, Precious Marike, wie auch immer. Schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ach, Schneeflocken sind auch was ganz Feines, gell? So, und zu guter Letzt haben wir die Nummer 6 von Kreativbund. Und es fühlt sich so an, als ob da ein Block drin ist. Und wenn ich richtig fühle, dann sind da sogar 2 Blöcke drin. Und das öffne ich natürlich jetzt auch mal voller Bier. Und wir haben... Ah, das ist ein Block. Oh, ist der dick. Back to Basics. Und zwar, ja, 72 Blätter sind da drin. 12 Designs, jedes Blatt 6 Mal. Boah, 72 Blätter sind da drin. Wow. Ein dickes Ding. Berry Blush. Schön. Ja, da gibt es schon ein paar Motive, die mir gefallen. Und die sind auch schön dezent, weil es so pastellig ist. Für Hintergrund oder für Mattungen auf jeden Fall zu gebrauchen. Dewcraft. Ne, Dorfcraft. Das ist Dorfcraft. Ach, schön. Ja, meine Lieben, das war's schon für den Nikolaus. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wir sehen uns am Morgen zu 7 natürlich auch wieder. Und ja, wenn ihr Kritik habt bezüglich Ton oder so, dann gerne reinschreiben. Also so auf Kritik wie, eigentlich auf unbegründete Kritik.
Ja, kann ich jetzt leider verzichten, aber so auf irgendwie Ton ist schlecht oder was weiß ich. Gerne schreiben, weil nur so kann ich auch etwas ändern. Und ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.